Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Goldcrest Valley im Singleplayer LE17 zur 13 Uhr Folge. Ich bin gerade dabei, unser wunderschönes Joskin fast nach Hause zu bringen. Ja, wir können auch weiter vorne hochfahren. Weil wir das ja schon, das haben wir schon länger gekauft. Also länger unter Anführungszeichen, aber haben wir schon ein bisschen am Händler stehen gehabt. Und das wollte ich jetzt nach Hause bringen und dann fahren wir den Betimax, also unseren Tiertransporter, werden wir dann gleich mal zum Tierhändler fahren, kutschieren. Und da werden wir gleich mal mindestens 10 Stück Schweine kaufen, weil ich feiere die Schweine einfach extrem. Ich möchte mir die Animationen angucken, wie es zum Aufladen und Abladen, wie das abläuft. Und werde die dann zu unserem Schweinestall bringen, der momentan noch gar nichts beherrscht. Also der ist momentan noch gar nichts los auf unserem Schweinestall. Aber das wird sich bald ändern, weil wir haben ja jetzt ein Wasserfass. Wir werden uns dann über Umwege ist falsch, aber wir werden uns beim Händler einfach das Schweinefutter in den Big Bags kaufen erstmal. Und dann werden wir mal gucken, ob das schon reicht, vorerst. Und werden dann in weiterer Folge etwas Gras abmähen, vielleicht zu BGA bringen und zu Silage gären lassen, sodass wir dann eine wunderschöne Mischkatze zusammenbringen. Wenn das noch so ist, wie es früher mal war, dann muss ich erst nachgucken. Nicht, dass die jetzt da beim 17 alles umgestellt haben, was Mischration und so weiter betrifft. Den Anhänger für Mischrationherstellung haben wir bereits, das ist der Silo King. Den haben wir uns gekauft. Wir haben auch das zum Einstreuen schon. Also wir haben sehr, sehr viel. Muss man einfach so sagen. Wir haben wirklich einiges schon organisiert. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt da noch lange zu warten. Weil die ganze Zeit, die ich warte, können die Schweine schon da sein und sich pudelwohl fühlen. Ne? So, ich habe immer noch keinen neuen Trecker gekauft, weil viele gefragt haben, du hast auch neue Trecker. Du hast so viele Trecker. Das ist immer noch das Startequipment, liebe Leute. Treckermäßig sind wir noch am Startequipment. Doch, ich habe jetzt beim anderen 1455 habe ich eine Frontladerkonsole rangebaut. Das ist alles. Die hat sie nämlich umbauen lassen. Aber sonst ist alles noch so wie Standard. Einfach mal Standard. So. Okay. Kann ich jetzt, lass mich mal ganz kurz überlegen. Kann ich den Hänger mit runternehmen? Ich kann den Hänger mit runternehmen bereits, oder? Ja, das kann ich machen. Weil ich habe vielleicht noch was, ich habe noch eine Idee, die wir vielleicht umsetzen können, vielleicht. Muss ich mir was angucken. Wäre natürlich mega geil, wenn das funktionieren würde, aber weiß ich noch nicht. Ich habe vielleicht im Sinn, den Hoflader schon zu kaufen. Weil, wenn wir jetzt mit dem Ladewagen dann bald arbeiten werden, bald, dann wird es wohl unumgänglich sein, zwecks Ausmisten und sowas, einen Hoflader zu haben. Mit dem ich dann auch schnell hochfahre zu den zu den Schweinen. Alter, mein Hund flippt gerade aus. Was ist los mit dir? Nein, Schatz. Und dann gucken wir uns das an. Also, dass wir wahrscheinlich mit dem Hoflader hochfahren werden, ausmisten, Stroh hochbringen, zum Einstreuen und solche Sachen. Vielleicht auch mal eine Partie Futter mitnehmen. Ne? Das ist halt alles mit dem Hoftrag sehr, sehr angenehm, weil wenn jetzt die Trecker für die Feldarbeiten angeteilt sind, dann ist das halt kacke und der Hoftrag kann keine Feldarbeiten machen, deswegen wird er immer da bleiben und immer für die Tiere zur Verfügung stehen. Das ist so die Idee dahinter. Ich werde die Schweine jetzt aber nicht hier draufladen, also keine Panik, das ist nur für das Schweinefutter, das wir dann gleich kaufen werden in den Big Packs. Aber das gucken wir uns noch an. Also ich glaube, 10 Schweine können wir uns auf alle Fälle schon mal kaufen. Und wir sparen uns natürlich den Transportweg, die Kosten für den Transportweg, weil wir das einfach selber machen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. So. Aber wie gesagt, einfach mal dranbleiben und gucken, wie es wird. Kaffee ist schon was Geiles, ne? Dam, 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 dam. Viele haben gesagt, die kennen die Karte jetzt schon auswendig. Das glaube ich euch. Das glaube ich euch wirklich, weil im Prinzip muss man sich nur merken, es geht die große Hauptstraße unten rum und dann fährt man eigentlich nur links oder rechts weg. Und alles, was oben ist, kommt sowieso von alleine. Also das, die Karte, glaube ich, hat man relativ schnell intus. Wir müssen noch ganz kurz gucken, das muss ich leider machen, wie es mit unseren Düngergedöns aussieht. Die Frage ist jetzt, ob wir schon düngen können oder nicht. Das weiß ich nicht. Ist das immer noch die erste Wachstumsstufe? Glaube ja. Wir werden das mal dann bei Gelegenheit testen. Ich stelle einfach einen Düngersteuer an die Seite ran und werde dann immer wieder mal versuchen, das zu düngen. Und wenn das dann funktioniert, dann ja, machen wir das halt.
um wirklich den maximalen Ertrag rauszuholen. Lalala, da sind wir wieder. Alter, was ist hier los? Jetzt gehen wir mal weg hier. So, das heißt, der wird ungefähr hier stehen gelassen. Blinker können wir eigentlich ausmachen. Zack. So, und dann nehmen wir uns den Betimax und fahren den erstmal zu den Tieren. Das ist ein relativ weiter Weg, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber, er zahlt sich halt aus. Hoppla, das hat nicht ganz gepasst. So, Betimax. Ah, da geht die Plane runter. Geht auch da hinten das Gedöns auf? Wir gucken uns dann gleich an, wenn das soweit ist. Aber den gab es schon im 15er, dem Anhänger. Ziemlich gleich sogar, möchte ich fast schon sagen. Aber hat damals schon sehr gute Dienste geleistet. Sehr, sehr gute Dienste. Speziell für den Anfang ist es ja nicht komplett genug. Natürlich gibt es noch einen größeren. Ne? Aber den können wir uns vielleicht später mal kaufen, wenn wir darauf Lust haben. So, jetzt fahren wir erstmal 5 Minuten nur diese Strecke entlang. Nur runter, 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 runter. Wie es halt in Amerika so ist, ne? Eine große Straße und die geht einfach durch das ganze Land. Oder der Küste entlang, glaube ich sogar teilweise. Es ist ganz verschieden. So. Lass uns ganz kurz ausrechnen. Schwein kostet 3.000. Wir kaufen 10 Stück, sind nur 30.000. Das heißt, wir haben noch 53.000. Ich weiß jetzt nicht mal genau, was der Hoftrag kostet. Im schlimmsten Fall müssen wir noch eine Mission machen. Also, weil... Ah, doch, wir müssen auf alle Fälle eine Mission machen. Ich wollte noch den Ladewagen kaufen. Der Ladewagen geht sich auf alle Fälle aus. Das weiß ich. Aber der Hoftrag wird dann schon... Wird sich dann nicht mehr ausgehen. Das weiß ich auch. Das heißt, wir müssten für den Hoftrag eine Mission machen, was hoftragmäßig das bringt. Ne? Also, wenn der Hoftrag jetzt Hausnummer 60.000 kostet, müssten wir eine Mission machen mit 60.000, sodass wir den drin haben. Und... Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen sehr viel Missions, muss ich ehrlich zugeben, aber es lohnt halt einfach so extrem und ich glaube schon, natürlich kann ich mir jetzt auch einen Kontostand cheaten, wo dann einfach drin steht 85 Millionen, ne? Habe ich auch schon gemacht für Vorführungszwecke, aber im realen Spielstand mache ich das einfach nicht, weil ich möchte mir das Geld verdienen und über die Missionswege verdiene ich mir da ja das Geld auch. Das ist ja nicht so, dass hier das irgendwie gecheatet ist. Alter, aber weiter! Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das hat schon alles seine Richtigkeit hier. Und ich möchte auch nur das kleine Equipment haben. Ne? Also für das große, da bin ich dann komplett der Meinung von euch teilweise, dass man sagt, für die großen Maschinen, die verdienen wir uns alle selber mit unseren eigenen Sachen. Das heißt mit Tieren, mit Feldern und so weiter und so fort. Aber dass wir das kleine Startequipment schon mal haben, da dienen halt die Missionen sehr, sehr gut, sage ich mal so. Sehr, sehr gut. Und sie machen auch wirklich Spaß, weil man teilweise einfach mit XXL-Maschinen rumfahren kann, dass man eigentlich sonst nicht kann. Natürlich könnte sie mieten, aber das bringt ja auch nichts. Und außerdem muss ich dafür zahlen. Und so kann ich sie fahren, die Maschinen, und ich bekomme sogar noch Geld dafür. Ja, besser geht's ja gar nicht. So, wir müssen zu Mary's Farm. Das heißt, wir müssen jetzt hier links abbiegen. Die Abrollgeräusche, ne? Mir gefallen die ganz gut. Lalalala. Ist alles so idyllisch hier, ne? Und es ist alles so stimmig einfach. Ich finde es einfach, ich glaube, stimmig ist das beste Wort dafür. Es passt einfach alles zusammen hier. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht blinken. Nee, ich glaube hier, also hier können wir uns den Blinker ganz getrost einfach sparen. Ach, dieses wunderschöne Forstgebiet hier. Bisschen hügelig, ja, das mag schon sein, aber ich habe jetzt auch noch keinen Wald gesehen, der 100% gerade war. Muss ich auch so sagen. Ah, das sieht doch nach Mary's Farm aus. Das sieht doch danach aus. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin, um das Ganze aufzuladen? Hier? Müssen wir da vielleicht hier hochfahren? Moment, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wie das hier aussieht bei Mary's Farm. Also hinten ist nichts, glaube ich. Parkplätze... Ja, hier sind ein paar. Ich weiß nicht, was es ist. Na egal. Wir müssen hier wahrscheinlich rückwärts rein und das dann aufladen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Tiere da drin sind in diesem kleinen... Ja, klein ist untertrieben, aber in diesem Gebäude. Da müssen ja wirklich sehr viele Tiere drin sein. Drin sein, ne? Drin sein.
Aber wir gucken einfach mal. Oh, jetzt habe ich da ein bisschen was zerstört. Tut mir leid. Bin auch neu hier. Aber der Anhänger ist nicht ganz okay zum Rückwärtsfahren. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Die Frage ist halt, wie weit wir zurück... Müssen wir den aufmachen? Tieranhänger senken. Jetzt geht's aber los hier. Ah, senken. Ach, damit die Kühe... Ah, schöne Sache das. Kann ich hinten das Gedöns aufmachen? Plane öffnen N. Das ändert nichts, okay. Das war's. Mehr kann ich hätte mir gehofft, dass ich hinten noch aufmachen kann. Kann ich aber nicht. So, Schweine. 9 Stück. Gut, dann nehmen wir 9 Stück mit, damit der Anhänger voll ist. Kaufen. Genau. Kaufen. Das heißt, die, jetzt sehen wir schon mal, die Tiere kann man nicht mischen, ne? Weil das ist auch eine Frage gewesen. Werner, kann man die Schafe und Schweine unter einmal kaufen? Kann man nicht. Das funktioniert nicht. So, 27.000. Gebühren haben wir keine, weil wir holen sie selber ab. Bestätigen. Ja, ich möchte bitte so viele Schweine kaufen. Ach, sind die goldig. Hallo. Na? Die sehen ja cool aus. Nice. Das freut mich. So, wir machen den Hänger wieder hoch. Ah, nee, falsch. So, hier. Wir machen eine Plane drüber, ne? Muss ja nicht sein, dass da die pralle Sonne drauf knallt auf die Schweine. Und dann fahren wir nach Hause. Freut ihr euch schon? Oh ja, top motiviert. Top motiviert. So. Sehr schön. Das freut mich wirklich, dass wir jetzt die ersten Tiere schon haben. Weil ich glaube, dass sehr viele auf Kühe gehen werden am Anfang. Die Kühe sehen auch super aus. Ich habe nur Vorschauen gesehen, aber die sehen auch super aus. Aber die Schweine, das ist halt die neue Fruchtsorte im LS17. Ah, die Fruchtsorte. Alles klar, Werner. Die neue Tierart im LS17. Deswegen wollte ich einfach Schweine haben. Und ich glaube, Schweine sind relativ unkompliziert, weil denen kannst du alles hinschmeißen zum Fressen. Die fressen einfach alles. Ne? Da nimmst du gerade, was da ist oder was übrig ist, wirfst du rein in den Bottich, läuft. Ne? So auf die Art. Gut. Ich glaube, man kann schon mal Rundumlicht anmachen. Ne? Wir fahren ja mit lebenden Tieren hier. Gibt es auch so einen Aufsticker? So einen Aufkleber? Nee, ne? Lebende Tiere? Achtung? Nee. Aber irgendeine Funktion... Da ist doch irgendwas dran. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich hier nichts machen kann. Seht ihr das Gitter hier? Das müsste doch eigentlich nach hinten geklappt werden können. Vielleicht habe ich es auch irgendwie verpeilt. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Aber, ne? Wie ausgerechnet? 56.000 haben wir noch. Da muss aber auf alle Fälle der Ladewagen her. Weil das muss sein. Oh, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt vorgespult habe. Weil wir werden niemals, und zwar niemals, zu Stroh kommen, wenn wir nicht selber Felder abernten. Das wird nicht passieren. Deswegen habe ich die Zeit erstmal ein bisschen vorgemacht, damit wir relativ bald Stroh ernten können. Also irgendwas ernten können, wo Stroh bei rumkommt. Ich fahre aber die nächste rein. Tut mir leid. Sorry, ich habe zu früh geblinkt. Ja, wir können da schön über links bei Feld 12 vorbei und dann hoch zu den Schweinen. Ich möchte die auf alle Fälle jetzt noch abladen. Also wenn das länger dauert, tut es mir wirklich leid. Ich möchte das aber noch abladen. So, festhalten da hinten. Wobei, ihr habt ja alle einen guten Polster, habe ich gesehen. Aber ich kann nicht so... Aber ich glaube, die laufen auch rum, ne? Ich glaube, die laufen auch rum. Darauf freue ich mich jetzt, damit ich sehe, wie die rumlaufen. Wir können ja nicht gleich hier reinfahren. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Tiere zentral am Hof sind. Aber das ist nur mein Wunschdenken. Also es gibt da viele Leute, die sagen, nein, das geht auch nicht und bla bla bla. Ich bin eher so ein Freund, alles auf einen Fleck. Und ja. Aber das werden wir bestimmt beim Modkarten werden wir das bestimmt haben. Dass alles auf einmal auf einem Fleck ist und dass man dann zentral agieren kann. So. Wir hätten uns noch anschauen können. Das können wir jetzt eigentlich immer noch, glaube ich. Wenn wir jetzt Tiere kaufen würden. Wir machen das ganz flott. Wirklich ganz, ganz flott. Weil es interessiert mich einfach. Ich wollte eigentlich zu Mary's Farm. So, wenn ich jetzt was kaufen möchte, ne? Ich sage zum Beispiel ein Schwein. Kaufen. 200 Gebühren. Das ist krass. Okay, das ist... Und für eine Kuh? Auch 200. Pro Stück? Pro Stück. Wow, das lohnt sich wirklich, dass wir das selber abholen.
Weil wisst ihr, wie viel 200 Euro pro Stück sind? 10 Stück sind 2000. Da könnten wir uns schon fast wieder ein Schwein kaufen. Da haben wir schon wieder zwei Drittel Schwein. Ne? Jo, also der Joskin hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Mit den 9 Stück hier haben wir uns jetzt schon mal 1800 Euro gespart. Natürlich muss man jetzt rechnen, was der Hänger gekostet hat und die Zeitersparnis. Aber ich finde, es hat sich ausgezahlt. So, den Weg kenne ich hier schon, weil wir sind aktuell hier im Forstprojekt tätig. Ne, wer das Forstprojekt noch nicht kennt, kann gerne mal vorbeischauen. Das läuft auch. Hier wieder runter. Und dann sind wir auch gleich schon da am Schweinehof. So, da sind wir schon. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. So, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Wo kann ich denn die guten Schweine hier hinbringen? Oder geht da irgendwie ein Tor auf, oder wie machen wir das jetzt? So. Wo gehört denn... Wo? Hier geht nichts auf, ne? Ne, okay. Hier vielleicht? Hier ist ein Draht rum. Aber das kann ich aufmachen. Ah, hier muss ich. Ah, okay. Einmal rumfahren, bitte. Blub. Einmal rumfahren. Fahren. Fahren. Und dann abladen. So, die Plane können wir schon mal aufmachen, damit ein bisschen, ne? So. Dann fahren wir hier einfach mal rein. Noch ein Stückchen vor. Safety first, ne? Springt jetzt automatisch runter, weil eigentlich... So. Jetzt machen wir das mal so, dass wir den Tieranhänger senken. Ja, und jetzt? Tiermenü öffnen. Öffnen. Abladen. Hof. Hat das schon funktioniert? Nee, hat nicht funktioniert. Ah, ich muss es bestätigen. Wir machen jetzt hier mal auf 9. Bestätigen. Ja, ich möchte abladen. Da laufen sie, unsere Schweine. Ist das denn süß? Sind das wilde Schweine? Nee, die werden wir nicht suchen. Hallo. Die sehen gut aus. Dich nenne ich Walter. Ja, dich nenne ich Walter. Das schwarze Schwein. Er wird mich dafür hassen, aber ist mir egal. Oh, ich habe sogar zwei Walters. Für die anderen müssen wir noch Namen finden. Schreibt mir mal kräftig Namen in die Kommentare, wie wir die Schweine hier nennen können. Aber die Schwarzen nennen wir auf alle Fälle Walter. Und die anderen? Muss ich mal gucken. Ja, wir sind aber schon wieder fertig für den Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns um 17 Uhr wieder zu einer weiteren Folge LS17 in Singleplayer auf der Goldcrest Valley. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.